Das OBUS-Netz ist riesig, mit rund 56 Kilometern Streckenlänge. Dazu gibt es einen großen Fahrzeugbestand mit 60 Bussen. Solingen hat neben Eberswalde und Esslingen das größte OBUS-System in Deutschland. Insgesamt 7 Linien werden betrieben. Es fahren überwiegend moderne Niederflurgelenkbusse, die mit 600 Volt Gleichstrom versorgt werden. Immerhin 50 km/h können sie erreichen. Zuständig für den Betrieb sind die Stadtwerke Solingen, die zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gehören. Am 19. Juni 2022 ist das OBUS-Netz 70 Jahre alt geworden. Mit einem großen Fest im Betriebshof wird das Jubiläum gefeiert. Jürgen Lehmann vom OBUS-Museum hat sich mit der Geschichte beschäftigt. Gestern waren ja nun einige Fahrzeuge unterwegs. Was waren das für Fahrzeuge? Ja, wir hatten also unseren 59 vom OBUS-Museum unterwegs. Im Einsatz. Dann hatten wir einen Gast aus Trier, das ist ein Henschel-Bus. Und dann hatten wir aus Esslingen einen Gast, das ist auch ein Henschel-Bus, der ist 12 Meter lang. Und diese beiden Typen waren also in Solingen gefahren. Und als viertes Fahrzeug ist wieder aus unserem OBUS-Museum ein sogenannter MAN-Dreiachser eingesetzt worden, der 1986 in Betrieb genommen worden und sozusagen die dritte Generation an OBUSen darstellt. Wir haben hier so einige Schätze um uns herum zu stehen. Hinter uns, was ist das für ein Wagen? Ja, das ist der sogenannte UH3S. Das ist also das Fahrzeug, was in den OBUS-Betrieben in Deutschland am weitesten verbreitet war. Und zwar wurden von der Waggonfabrik Uerdingen wurden davon insgesamt 210 Exemplare gebaut. Und die ersten sind im April 1952 in Einsatz gekommen in Esslingen. Dann ist Solingen eröffnet worden im Juni 1952. Und Solingen ist also der Betrieb mit über 60 Fahrzeugen von diesem Typ, der am meisten von diesen Fahrzeugen gehabt hat. Die neue Generation, die fünfte Generation, hat jetzt keinen Hilfsantrieb mehr, sondern hat Batterien dabei. Und damit möchte man erreichen, dass noch mehr elektrisch gefahren wird, dass man noch auch zusätzlich Dieselbuslinien umstellt. Man hat die erste Dieselbuslinie mit dem sogenannten Bob. Batterie-Oberleitungsbus hat man im Oktober 2019 umgestellt, und zwar die Linie 695. Die fährt also seitdem mit Batteriebussen statt Dieselbussen. Das macht man heute eben automatisch, abbügeln und an einer anderen Stelle wieder anbügeln. Das ist also mit Trichter. Das ist auch eine herkömmliche Technik, aber es ist noch die bewährte Technik und man muss eben dann Trichter hinsetzen, damit man eben zielsicher in die Oberleitung wieder drankommt. Heute ist man in Solingen glücklich darüber, dass das OBUS-System nicht wie in vielen anderen Städten abgeschafft wurde. Inzwischen denken einige sogar über die Wiedereinführung nach.